Hallo Film- und Sammlerfreunde, ich heiße euch recht herzlich willkommen mal wieder zu einem Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Und ich glaube, es dürfte sogar fast so etwas wie eine Premiere sein, denn ich stelle euch heute kein Mediabook vor, ich stelle euch heute kein Steelbook vor, ich stelle euch auch keine Limited Edition vor. Es geht heute nur um diese Mad Mission Teil 1 bis 5 Complete Edition. Und ich würde sagen, wir fangen mal hier mit diesem kleinen Booklet an, was in dieser Edition dabei lag. Einfach nur mit ein bisschen Text zu den Filmen. Da muss ich jetzt auch gleich mal ein bisschen ablesen, denn ich kann euch nicht wirklich viel zu den Filmen sagen. Ich kann euch nicht sagen, wann ich einen dieser Filme zum ersten Mal gesehen habe. Ob das jetzt am Anfang meiner Sammlerkarriere war oder ob ich das schon vorher unbewusst im Fernsehen gesehen habe, ich kann es euch nicht sagen. Fakt ist, Teil 1 ist, glaube ich, aus dem Jahr 83. Aus dem Jahr 82 ist Teil 1. Teil 2 war, glaube ich, aus dem Jahr 1983. Teil 3 aus dem Jahr 1984. Teil 4 aus dem Jahr 1986. Und Teil 5 aus dem Jahr 1989. Das Ganze ist so eine Klamauk-Filmreihe, nenne ich es jetzt mal. So ein bisschen, boah, wie nennt man denn das? Action, übertriebene Comedy-Action, Klamauk-Action, so wie früher, weiß nicht. Jackie Chan kann ich jetzt nichts sagen. Oder ja, so ein Blödel-Duo, die sich da halt mit ziemlich viel Klamauk überall durchkämpfen. Also, weiß nicht, jeder dürfte Mad Mission kennen. Das ist wirklich schwer zu beschreiben, dieses Genre. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es nennt. Und der Originaltitel heißt, glaube ich, Aces Go Blazes. Den finde ich ziemlich cool, den Originaltitel. Hier sehen wir überhaupt die Darsteller. Der eine ist auch so ein Jackie Chan oder Jackie Chan-Verschnitt. Ohne jetzt irgendjemanden respektlos sein zu wollen. So, ist ja wurscht. Die Edition selbst kommt von Digidream Studios. Ohne jetzt haten zu wollen, aber von dem Studio habe ich bis jetzt noch nichts gekauft, bewusst nichts gekauft. Gründe möchte ich euch jetzt nicht nennen. Die ganzen haben auch diese Platinum Collections, was ihr so kennt, auf den Markt gebracht. Es gibt von den Editionen Einzelveröffentlichungen, also von den Filmen, glaube ich, gibt es Einzelveröffentlichungen. Und es gibt noch eine, was auch immer, wie man es nennt, so eine Art Büstenbox. Also eine Büste mit Teil 1 und 5 war, glaube ich, drin und ein T-Shirt. Und die anderen Teile musste man dann dazu kaufen. Ursprünglich, als das Ganze angekündigt war, vor gefühlt 10 Jahren, okay, das ist jetzt übertrieben, aber so 1-2 Jahre ist es bestimmt schon her, sah diese Büste mal richtig geil aus. Letztendlich ist es aber darauf hinausgelaufen, dass man hier so eine Base hat ungefähr, wie ich jetzt hier in der Hand habe, und obendrauf so zwei kleine Figuren dann hat. Und dementsprechend hat mir das Ganze dann 0,0 mehr gefallen. Und ich habe mir jetzt diese Box geholt. Ich bin gerade am Überlegen, während ich hier erzähle, was nie gut ist. Irgendwo war mal eine andere Mad Mission Box noch angekündigt, bilde ich mir ein. Spielt jetzt auch erstmal keine Rolle. Dieses Ding habe ich mir jedenfalls jetzt für 50 Euro bei eBay besorgt, aus zweiter Hand. Es war bis auf Teil 1 noch alles original verpackt. Das habe ich jetzt fürs Video ausgepackt. So, auf einen 10er für einen Schnitt finde ich das ganz gut. Es ist halt wieder so der Fall, also die Bildqualität jetzt von Teil 1 und Teil 2 habe ich bis jetzt gesehen, fand ich sehr gut. Vor allen Dingen im Vergleich zur grottigen DVD-Edition früher. Es ist halt so, dass viele fremdsprachige Szenen drin vorkommen, die dann mit deutschen Untertiteln versehen wurden. Das mag ich jetzt persönlich gar nicht so, schon gar nicht bei asiatischen Filmen. Aber das musste man wohl machen, um an die Bildmaster ranzukommen für diese Filme. Packen wir das Ganze jetzt mal aus. Es sind halt, wie gesagt, ein Schuber, der ist auch gar nicht mal so dünn. So ein gutes Mittelmaß, würde ich sagen. Teil 1 bis 5 sind vorhanden, fast 1500 Minuten Spielzeit, Full HD, Dolby Digital 5.1, 2.0. Schauen wir uns einfach mal die Emirates an. Also hier dürften, glaube ich,
in jedem Ding 4 Discs drin sein. Dementsprechend schwer ist das Ganze dann letztendlich doch in der Hand. Wir haben ein Wendecover im Inneren. Hier sehen wir auch 4 Disc Edition. Deutsch, Englisch. 93 Minuten, na gut, okay. Haben wir noch ein paar Mini-Extras drauf. Na, hier hinten haben wir, seht ihr das Wendecover hier vorne. Es gibt immer eine Blu-ray Bonus-Disc, eine DVD und eine DVD Bonus-Disc. Und nein, ich habe jetzt nicht die beiliegende DVD verglichen mit der Blu-ray. Ich selbst hatte noch in der Sammlung so ein Uralt-DVD-Box, die ihr wahrscheinlich auch kennt. Es gibt so eine Box, die hat 5 Slim Amaris drin, Slim Discs drin. Und es gibt auch eine Edition, da sind, glaube ich, mehrere Filme auf einer Disc. Dementsprechend die Qualität mehr als grottig. So, und das Spiel geht jetzt halt weiter. Hier sind auch wieder gleiche Schema. 4 Discs im Inneren, Wendecover. Und im Grunde genommen kann man sich da nicht beschweren, sage ich mal. Hab jetzt nicht bei Amazon wirklich geguckt. Ich hatte zwar mal geguckt, aber jetzt nicht genau genug, um euch das mitteilen zu können. Ich glaube, die Box dürfte im Handel so an die 70 Euro kosten. Oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, daher bin ich ganz froh, das jetzt so bei eBay mitgenommen zu haben für den Fuffi. Die Discs einzeln kosten, glaube ich, auch so zwischen 13 und 15 Euro waren es, glaube ich. Dementsprechend bin ich da mit dem 10er pro Film, pro Disc eigentlich ganz gut dabei. Und ich werde auf jeden Fall Teil 3 bis 5 noch anschauen. Die dürfte ich nämlich eigentlich jetzt nicht mehr im Gedächtnis haben. An Teil 1 und vor allen Dingen Teil 2 hatte ich mich noch so ein bisschen erinnert. Mann. Ich hier wieder einen Scheiß laber. Aber es ist noch früher Morgen jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier drehe. Deswegen verzeiht es mir bitte. Alter, die Terrakotta-Krieger. Das liest sich schon wieder sehr geil. So. Ja, und das war einfach der Grund. 80er Jahre Filmreihe, die ihr sicherlich schon mal, wenn ihr nicht ganz so jung seid, schon mal gesehen habt. Was hier los? Hier gibt es keine Bonus-Disc. Keine Bonus-Disc bei Mad Mission 5. Nur eine Blu-ray und nur eine DVD. Wie gesagt, ja, wenn ihr so meine Altersklasse habt, dürftet ihr bestimmt schon was von Mad Mission gehört haben. Und dementsprechend auch jetzt hier mal in Anführungszeichen die Ausnahme, dass ich euch so eine Emery vorstelle, eine Emery Box vorstelle. Für mich auf jeden Fall ein Kauf, der sich gelohnt hat. Und diese Box seht ihr auch nächste Woche beziehungsweise übernächstes Wochenende nochmal in einem Video, in dem ich dann meine kompletten Neuzugänge vorstelle. Von dieser Woche und von der Woche, während ich im Urlaub bin. Da kommt nämlich leider auch noch einiges, was ich nicht entgegennehmen kann. Und wenn das ganze Zeug da ist, dann bekommt ihr das ultimative Video präsentiert nach meinem Urlaub. Bis dahin verabschiede ich mich von euch, wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Ciao, ciao.